Hallo liebe Leute hier auf YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Erstmal wünschen wir euch allen frohe Weihnachten und hoffen, ihr genießt die Tage. Dieses Video hier ist Teil der Reihe 24.12. Special. Dazu haben sich besonders YouTuber aus dem Technikbereich zusammengetan und laden jetzt stündlich Videos hoch. Das ist unser Beitrag dazu. Alle anderen Beiträge findet ihr in der Infobox. Viel Spaß! Das Rode NT1A ist ein Großmembrankondensatormikrofon, aber diesmal ist es etwas anders, denn es hat keinen USB-Anschluss, sondern einen XLR-Anschluss. Und genau das verändert den Arbeitsfluss mit dem Mikrofon völlig. Es ist nicht einfach so, dass man das Rode irgendwie an den PC anschließt und loslegen kann. Was man braucht, ist ein Interface mit XLR-Anschluss, das einem das analoge Signal aus dem Rode in ein digitales Signal umwandelt. In der von uns gekauften Edition kommen das Rode NT1A mit einem XLR-Kabel, einer Mikrofonspinne und einem Popschutz an. Insgesamt wirkt das aus Aluminium bestehende Mikrofon sowie das gesamte mitgelieferte Zubehör sehr hochwertig. Das Rode NT1A lässt sich einfach in die Mikrofonspinne drehen und an einem Gelenkarm, Tischstativ oder ähnlichem befestigen. Der Popschutz macht das, was er soll, nämlich alle Poplaute einigermaßen abfangen. Hier aber für alle Ladies und Gentle-Nerds erstmal die technischen Daten. Das Rode NT1A besitzt eine große, goldbedampfte 1 Zoll Membran mit Nierencharakteristik. Das Eigenrauschen ist mit 5 dB extrem gering, der Grenzschalldruck liegt bei 137 dB, der Übertragungsbereich bei 20 Hertz bis 20 kHz, der Dynamikbereich bei unglaublichen 132 dB und das Gewicht liegt bei 326 Gramm, was für so ein hochwertiges Großmembraner wirklich leicht ist. Nun stellt sich aber die Frage, warum holt man sich ein weiteres Mikrofon, wenn man doch schon das Auna Mic 900B, das Auna Studio Pro, das Blue Yeti, das Blue Snowball Ice, das Shure MV88 und ein T-Bone SC450 besitzt? Und warum dann ein Mikro, was das Ganze auch noch komplizierter macht, dadurch, dass es ein Interface braucht? Ganz einfach, der XLR-Anschluss ermöglicht uns ein deutlich verbessertes Arbeiten, weil das Mikrofon auch an einem Mischpult, Interface oder Audiorekorder wie dem Tascam DR70D verwendbar ist. Das wohl wichtigste Argument ist aber wohl der Sound und mal ganz ehrlich, der ist bombastisch. Natürlich denkt ihr erstmal, klingt doch eigentlich wie immer, aber wenn man das Mikrofon im Vergleich zu anderen Mikros hört, dann ist da einfach viel mehr Brillanz und viel mehr Tiefe. Das gesamte Review wird übrigens eingesprochen mit dem Rode NT1A und damit ihr euch ein 100%iges Bild machen könnt, machen wir die Musik jetzt erstmal aus. Danke. Einen Punkt haben wir allerdings auch zu kritisieren und das ist der Preis. Das Rode NT1A gibt es momentan bei Amazon für ca. 140 Euro. Da ist leider noch kein Interface dabei und wenn man da etwas Gutes haben möchte, muss man da auch nochmal mit gut 100 Euro rechnen. Ein Soundsetup von ca. 240 Euro ist nicht gerade günstig, aber Qualität hat leider auch ihren Preis. Im Fazit bleibt zu sagen, dass das Rode NT1A für alle Let's Player, Filmmaker und Sänger ein perfektes Mikrofon aus dem unteren Profiklasse-Segment darstellt. Der Preis ist zwar stolz, aber man kriegt definitiv was fürs Geld geboten. Was sagt ihr zu dem Klang des Rode NT1A? Schreibt's einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Review hier gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen in nördliche Richtung. Schaut auch gerne mal bei den letzten Videos vorbei und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.